mit Denis Uphoff, Sprintteam Wetzlar, Jessica Bianca Vessoli, MTG Mannheim und Sophia Jung, LG Rhein-Wied. Das sind die drei Athletinnen, die hier unterwegs sind. Denis Uphoff, die deutsche Jugendhallemeisterin, dann Jessica Bianca Vessoli, die deutsche Hallemeisterin der Frauen und Sophia Jung, die deutsche U23-Meisterin aus dem letzten Jahr hier in Wetzlar geworden. Und vorne Vessoli neben Jung, dicht an dicht, direkt nebeneinander. Und am Ende Jessica Bianca Vessoli, die sich durchbeißt. Und das war ein erarbeiteter Sieg in inoffiziellen 23,28 Sekunden. Sophia Jung lange dagegen gehalten, stark mitgerannt und hinten raus Jessica Bianca Vessoli gefordert. Denis Uphoff, die junge Athletin vom Sprintteam Wetzlar, dann als Dritte im Ziel. Und da haben wir es jetzt offiziell 23,27. Jessica Bianca Vessoli, Sophia Jung 23,42. Die ersten beiden Zeiten. Und hier haben wir noch die frühere deutsche Jugendhallemeisterin Denis Uphoff im Bild, die als Dritte ins Ziel gekommen ist. In 24,44 Sekunden, das ist jetzt die Zeit für Denis Uphoff. Und von dort geht es direkt weiter in den nächsten Lauf. Und auch der wieder mit drei Athletinnen besetzt, die einiges schon auf der Habenseite haben und unter anderem schon heute starke Leistungen hier abgerufen haben. Lauf Nummer 2, 200 Meter der Frauen mit dabei ist Katrin Fehm. 23,15 als Bestzeit stehen die Athletin der LGT des Finanz Regensburg, die wir gleich ganz innen sehen. Und vor ihr, das ist die Tagesschnellste über 100 Meter, Lisa Marie Quaje, Neuköllner SF. Also die ist top in Form, das wissen wir schon, das hat sie auch heute hier schon gezeigt. Und jetzt sind wir natürlich ganz besonders gespannt, was heißt das denn für die 200 Meter? Was hat sie da drauf, was kann sie hier auch nach den zwei 100 Meter Läufen von heute Nachmittag noch zeigen? Bisher in diesem Jahr 23,21, da dürfte noch was mehr drin sein. Zumindest, wenn wir die 100-Meter-Zeit uns anschauen. Für Lisa Marie Quaje, die wir hier auf der Bahn 5 sehen und vor ihr in Blau vom TV Wattenscheid, das ist Cynthia Oguama. Die drei Athletinnen sind jetzt also unterwegs. Da sehen wir jetzt auch Katrin Fehm und Lisa Marie Quaje, die ist schon vorbeigerannt an Cynthia Oguama, kommt mit deutlichem Vorsprung aus der Kurve und Lisa Marie Quaje liegt vorne und läuft deutlich weg. Aus der Perspektive sehen Sie das auch schon, wie weit sie weg ist. Und Katrin Fehm scheint sich da verletzt zu haben. Das müssen wir auch noch anschauen. Das haben wir gesehen. Und vorne ist es dann Lisa Marie Quaje, 23,31 Sekunden. Katrin Fehm kommt jetzt gehend ins Ziel. Also scheint sich da tatsächlich verletzt zu haben, Katrin Fehm. Hoffen wir, dass es nichts Schlimmeres ist. Sie steht zumindest noch aufrecht und die ersten Helfer sind da, um danach zu schauen. Katrin Fehm haben wir im Blick, haben aber auch die Zeit im Blick von Lisa Marie Quaje. 23,31 Sekunden, also langsamer als Lauf 1. Und Lisa Marie Quaje sitzt oder hockt da hinten noch auf dem Boden. Da würde ich jetzt nicht entnehmen, dass ihr gut geht, aber sie steht jetzt wieder und geht ganz gerade. Okay, das ist schon mal ein bisschen aufatmen. Bei Katrin Fehm haben wir eben die Tränen schon gesehen, also die hat sich da wirklich wehgetan. Von hier auch schon mal gute Besserung an Katrin Fehm und die Wünsche, dass es nichts Schlimmeres ist. Lisa Marie Quaje klatscht da zumindest schon mal ab mit Sophia Jung. Also ganz zufrieden rein schaut sie nicht nach dem Lauf, auch wenn das Lachen zurück ist auf dem Gesicht. Sie zeigt über 23 Sekunden eben Jessica Bianca Vessoli, 23,27. Die hat dann schon mal vorgelegt. Im Gesamtklassement rechnen wir das Ganze hier ja auch zusammen, aber es ist ja eben auch ein Fingerzeig für die nächsten Wochen. Und für alles, was da in Deutschland noch auf die Athletinnen wartet. Die 100 Meter, die waren schnell, die waren ordentlich von Lisa Marie Quaje. Und hier die 200 Meter.
Bisher haben wir zumindest noch keine offizielle Zeit. Und jetzt haben wir sie. 23:30 für Lisa Marie Quay, 23:99 für Cynthia Ogoama. Also 300stel hinter Jessica Bianca Vessoli, die Mannheimerin. Einen Ticken schneller in Lauf Nummer 1. Und zwei weitere, die haben wir ja noch. Und da stehen die Athletinnen eben auch schon bereit oben. Mit dabei ist Rebecca Hase. Die haben wir dieses Jahr auch schon über 200 gesehen. Die ist hier jetzt gerade etwas verschwunden hinter den Herren, die noch mit dabei sind. Wir vermissen noch Lisa Nipken. Doch, die können wir da auch erahnen. Also, alle sind dabei. Lauf Nummer 3 steht bereit mit Lisa Nipken, MTG Mannheim, auf der 4. Denn Rebecca Hase springt im Wettlauf der 5. Und ganz außen vom TV Wattenscheid ist Christine Bischoff mit dabei. Schauen wir doch rein, was hier jetzt geht in diesem Lauf. Rebecca Hase haben wir auch schon zweimal heute gesehen, eben über die 100 Meter. Und was ist jetzt auf der doppelten Distanz drin für die Athletin vom Sprint-Team Wetzlar? Eben über 100 Meter, 11, 3, 4 und hier trommelt sie an der Spitze. Lisa Nipken sitzt hier aber im Nacken, die bleibt dran und die beißt hinten raus nochmal. Das wird ganz eng, Rebecca Hase schmeißt sich aber ins Ziel, gewinnt das Ding hier in 23,36 inoffiziell. Also auch das dicht dran an den Zeiten, die wir eben gesehen haben von Vessoli und von Quay. Rebecca Hase als erste im dritten Lauf ins Ziel, 23,36, wie gesagt, eben über 100 Meter. Da wurde sie Vierte in 11,34. Da war Lisa Nipken noch einen Ticken vor in 11,33. Und jetzt auf der doppelten Strecke hat sie es gedreht. 23,35 Rebecca Hase, Lisa Nipken 23,46, Christine Bischoff 24,27. Also die Siegerinnen der jeweiligen Läufe dicht an dicht. Natürlich umso spannender gewesen, sie alle im direkten Vergleich zu haben. Und das folgt ja dann noch, darauf können wir uns freuen, dann nicht demnächst bei den deutschen Meisterschaften. Ja, das ist hier schon mal ein großes Kräftemessen der deutschen Sprintelite. Also auch immer das beste Zeichen danach, die Gesichter zu schauen mit dem Lächeln. Das haben wir gerade auch noch gesehen bei Rebecca Hase und bei Lisa Marie Quaye. Schönen Feierabend. Danke für den Gruß in die Kamera der Anzeigetafel da unten, wo wir die offizielle Auswertung aus dem dritten Lauf noch sehen. Und ein Vierter, der wartet ja auch noch auf uns. Wir hier nochmal Rebecca Hase im Bild haben, die Siegerin aus Lauf Nummer 3. Schauen wir hoch zu Lauf Nummer 4, der abschließende über 200 Meter. Da stehen die drei verbleibenden Athletinnen bereit. Zweimal SV Werder Bremen. Und dazwischen sehen wir dann Laura Müller, LC Rehlingen, die Favoritin in diesem Lauf. Noch da sind wir gespannt. Sie hat dieses Jahr auch schon eine Zeit, stehen über 200 Meter, 23,55 gelaufen. Übrigens hier auf der Bahn in Wetzlar. Und jetzt ist die Frage, wie dicht kommt sie ran an die Zeiten, die jetzt vorgelegt wurden. Der wir eben gesehen, bisher die schnellste von Jessica Bianca Vessoli. 23,27, 23,30 Lisa Marie Quaye und 23,35 Rebecca Hase. Jetzt Laura Müller, die ranläuft an Sandra Dinkeldein. Das ist die Athletin hier links vom SV Werder Bremen und auch auf der Bahn 4 mit dabei. Svea Kittner, die beiden Bremerinnen und ganz vorne an der Spitze, das ist Laura Müller, die hier vorweg trommelt. Diesem eleganten Laufstil hier auf den letzten Metern. Deutlicher Sieg in diesem letzten Lauf. Und die Zeit inoffizielle 23,49 Sekunden. Also etwas schneller als das, was sie bisher schon stehen hat in dieser Saison. Aber es reicht nicht ganz, um hier an die schnellsten Zeiten des Tages ranzukommen. Damit steht aber auch fest, die schnellste 200-Meter-Sprinterin des heutigen Tages, die haben wir gesehen in Lauf Nummer 1. Das ist Jessica Bianca Vessoli, die deutsche Hallenmeisterin aus diesem Winter. Aktuell zumindest hier am heutigen Tage schnellste deutsche 200-Meter-Läuferin, 23,27. Das Ganze bei Windstille. Ja, Lisa Marie Quaye, die war schon schneller. Berlin Anfang Juli, 23,21. Aber dahinter reiht sich dann Jessica Bianca Vessoli an Position 2 in der deutschen Bestenliste ein. Also das eine weitere Erkenntnis vom heutigen Tage, während dort im Infield immer noch, man wird bei Katrin Fehm. Rebecca Hase
Rede und Antwort steht da unten im Interview. Die 200 Meter bei den Frauen abgeschlossen und sie haben das eben mit Sicherheit gesehen im Hintergrund, dass da auch schon die Männer bereit sind. Da haben wir bei den Männern insgesamt 5 Läufe und zudem einen Lauf mit 3 Athleten bei der männlichen Jugend U20. Darauf können wir uns dann gleich im Bild noch freuen. Und jetzt freuen wir uns erstmal, dass wir Katrin Fehm da wieder stehend sehen. Also oben stehen sie schon bereit. In Kürze geht es dann also weiter mit den nächsten Sprints. Dann die 200 Meter männliche Jugend U20 hier aus diesem Stadion, hier aus Wetzlar beim großen Aufeinandertreffen der schnellsten Männer und Frauen Deutschlands.